Yay! Moin moin und willkommen! Sieht interessant aus. Moin moin und willkommen zu einem neuen Let's Play Assassin's Creed 3. Ja. Das letzte Mal, dass ich jetzt hier Assassin's Creed auf diesem Kanal hatte, ist, keine Ahnung, schon ein Weilchen her. Mit Assassin's Creed Revelations. Und ich hatte damals, meine ich, schon angekündigt, dass ich eigentlich den dritten auch mal spielen wollte. Und ja, irgendwie wurde nie was daraus. Und jetzt dachte ich mir so letztens, ja, mach's mal. Ja gut, ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen. Ich habe, weiß nicht, an so viel kann ich mich nicht mehr erinnern aus dem Spiel, weil ich es, glaube ich, nur einmal durchgespielt habe. Und das ist schon, ja, lange her. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, an so viel erinnere ich mich gar nicht mehr. Ist auch vollkommen egal. Ich denke mal, ich fange einfach an. Spielstunde ist auch nicht mehr da. Super, einfach ein neues Spiel beginnen. Desmond, von mir aus heißt er Desmond. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden, allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe, derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte. Glauben wir. Hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen alter Ias und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende. Ja, nochmal eine gute Zusammenfassung, was bisher geschah. Wir sind da.
Gehen wir. So. Ich hoffe mal, ich kriege jetzt die Steuerung auf die Kette. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die hier geht. Gut. Kleine Änderung im Vergleich zu früher. Früher habe ich Assassin's Creed immer mit Tastatur und Maus gespielt. Jetzt spiele ich tatsächlich mit Controller. Was einfach daran liegt, dass das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, Black Flag war auf der Wii U. Deswegen dachte ich mir so, ja komm, die Controllersteuerung kennst du einigermaßen. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Tastatur voll für den Arsch war in diesem Spiel. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Diese Übergänge sind hier ein bisschen komisch, aber ich denke mal, das soll so. Ich glaube, wir sind da. Da geht unsere Lampe. Nein, die wollte ich behalten. Egal. Wie laufe ich? Ah, so laufe ich. Okay. Ging irgendwie vorher nicht. Jetzt geht's. Sehr schön. Ja, dieser Ort kommt mir bekannt vor. Irgendwie. Sir? Ah, das schon wieder. Desmond? Super. Kannst du uns hören? Ja. Was passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Wieso habe ich übrigens gerade teilweise und teilweise nicht? Ja, du.
Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Okay. Schnell gehen. Okay. Sehr gut. Steuerungstutorial kann ich gerade irgendwie nochmal gut gebrauchen. Ist eine Weile her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Okay. Ist aber noch sehr intuitiv. Sehr gut. Ich muss tatsächlich leider sagen, also ich kann mich halt nicht an so viel von diesem Spiel erinnern, aber es ist mir nicht unbedingt als gutes Assassin's Creed im Kopf geblieben. Warum genau das so ist, werde ich wohl jetzt nach und nach wieder rausfinden. Vielleicht gefällt es mir mittlerweile. Okay. Sieht soweit so easy aus. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Einfach so scheint zu funktionieren. Der lebt noch. Nachtreten. Egal. So. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Okay. Das war zu einfach. Ich will die ganze Zeit mit A rennen, aber es funktioniert ja hier anders. Okay. Ich sehe schon, ich werde mir die Steuerung ein paar Mal. Werde ich mich ein paar Mal drüber ärgern, weil ich irgendwie nicht weiß, was ich tun muss. Weil ich was falsch mache einfach. Aber es wird schon gehen. Zumindest sieht es ganz. Ah, jetzt gibt es so langsam mal echte Gebäude hier. Sieht doch ganz nett aus. So, hepp. Und knack. Bein gebrochen. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Genau, ich erinnere mich. Ach so, volle Synchronisation, stimmt, was da steht. Es gibt in diesem Spiel auch wieder optionale Missionsziele und so, und ich werde definitiv keine 100% holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde natürlich es gerne mal versuchen bei manchen Missionen, aber ich werde jetzt nicht zwanghaft versuchen, 100% zu kriegen. Diese Klamotten sehen irgendwie unpraktisch aus. Weiß auch nicht. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Mhm. Nee, da. P, wieso auf B? Ach, egal. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Nope. Genau. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. So sei es. Ach ja. Zumindest sieht es wieder alles sehr schön aus. Es ist doch. Verzeiht bitte. Abendessen. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, es beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde.
Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Okay. Ich sehe ihn. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Sir, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active. Entschuldigt, vielmals. Entschuldigt. Oh, verzeih, bitte. Tom Gag, sir, is found guilty. Oh, lazy dog. When I took him the time before, I das klingt ja mit einem starken Akzent. Naja. So. Wir haben, glaube ich, noch keine... Guck ich nicht hoch? Nö. Noch keine Informationen zu unserem Charakter hier bekommen. Exit weiß ich auch nicht mehr viel über ihn. Er heißt so viel, ich weiß noch, Haytham Kenway. Ansonsten keine Ahnung. Ob ich irgendwas über den wissen muss? Falls ja, weiß ich nämlich nicht mehr. So. Klettern wir einfach mal hier hoch. Das fällt keinem auf. Warum auch immer. Mindestens die da vorne müssten es bemerken. Die da könnten meine Hände sehen, das könnte auch auffallen. Und da unten eine Opa. Ja, von mir aus. So, kraxeln wir mal weiter hoch. Ich folge jetzt einfach nur dem grünen Punkt, weil es ja ähnlich, wo ich lang muss. Ja, sieht soweit richtig aus. Jetzt sind wir gegenüber unseres Ziels quasi. Der war ja. Wo war der? Nee. Irgendwo da drüben. Ich glaube da vorne. Ich sehe ihn von hier aus nicht. Jetzt ein Sniper, ne? So, ach ja, Schlösser knacken, das gab's ja hier auch. Ja? Moment. War das jetzt richtig? Ich soll einmal kurz vibriert im Controller. Okay. Ah ja, stand nicht so. Ja. Okay, hat funktioniert. Interessant. Da werde ich mich ein bisschen dran gewöhnen müssen. So, ich denke, ich springe einfach mal in die Sonne. Darf ich springen? Ist mir zu gut. Weh, der Mond fällt jetzt auch runter, wollte ich sagen. Ist alles ein bisschen doof gebaut hier. Alles fällt um. Gut. Ich bin gar schon fertig. Wie komme ich jetzt da runter? Kann ich hier irgendwas... Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man spielt. Kann ich hier Dinge looten? Geht das? So, das war's dann schon. Wir können die jetzt wieder abhauen. Das war einfach. Na gut. Tutorial. Ruhe, bitte. Da drüben. Der Mann dort. Ergreift ihn. Ein Mann ist im oberen Rang getötet, aber ich kann nichts getan. Ich
Moment, Moment, Moment. Die da vorne sagen, ein Mann ist im Oberrang getötet worden. Wie wissen die das so schnell? Tschüssikowski, lass mich mal durch. Vielen Dank auch. Da komme ich nicht durch. Wie ist hier? Jetzt haben wir die ganze Oper kaputt gemacht, also wirklich. Hätte man das nicht heimlicher durchführen können? Gut. Dann können wir jetzt ja... Also in einem Punkt hat er Hethem recht, das dauert nicht lange. Dann können wir uns jetzt ja unseren Hut holen und wieder gehen. Ich gehe nicht ohne meinen Hut. Das wäre so irgendwie witzig, wenn sowas ein optionales Ziel wäre, einfach den Hut noch abholen. Aber auch wieder seltsam, eigentlich ist Hethems Kleidung sehr auffällig. Ist das nicht eigentlich unpraktisch für solche Aktionen? Ich meine gerade, hey, mein Hut ist weg. Scheiße. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Mist, mein Hut ist weg. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hethem, und gereicht uns zur Ehre. Das war also quasi Kapitel 1. Ja, ich habe meinen Hut wieder. Das erinnert mich schon sehr an Black Flag. Gut. Ich denke aber... Kann ich hier was sehen? Nö. Gut. Ich denke aber, hier werde ich den ersten Part erstmal beenden. Und ja, das nächste Mal dann geht's auf nach Amerika.
Welches Jahr haben wir überhaupt? Also ich weiß, dass dass Assassin's Creed 3 zur Zeit des Bürgerkriegs spielt, zumindest teilweise. Ich glaube, es gibt später einen Zeitsprung, wir sind noch vor dem Bürgerkrieg. Aber keine Ahnung, welches Jahr wir eigentlich haben. Werden wir schon noch rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.